Hallo. Schön. Schön, dass wir uns treffen. Ja. Und mal in Ruhe. Selten, aber wenn der Sturm mal Zeit ist, im Auge des Sturmes ist immer Ruhe. Ne? Ja, beziehungsweise ist ja ein Problem, weil du hast ja auch ordentlich zu tun. Das kann man mal zur Zeit sagen, ja. Aber gerade ist ein bisschen Ruhe. Also dieses Wochenende, jetzt geht es auf Weihnachten zu, habe ich mir vorgenommen, möglichst nicht die Nase in den Wind zu halten. Ja, ja. Nee, ich denke auch, bei Weihnachten sollte man mal zur Entsinnung. Ich meine, einige nimmst du zum Shoppen im Teil, andere nimmst du zum Shoppen. Die Zeit zur Besuchung, die hast du vor allen Dingen auf der Bildseite. Genau. Ja, du hast eine neue Idee, darüber wollte ich mit dir reden. Oder eine neue Idee, ja doch. Ja, eine Idee kommt nicht von mir, aber ich habe sie wieder mal wie so oft aufgegriffen, weil ich das ein ganz tolles Konzept finde. Und ja, geht ja um diese... Ich muss das mal zeigen, ja. Genau. Nein-Idee. Geht darum. Und du wolltest mal mehr dazu wissen. Genau, aber erstmal, bei den Schwaben ist eine Idee was ganz Kleines. Also normalerweise ist ja eine Idee für einen Philosophen, ist eine Idee natürlich sowieso der ganze Welt umstürzt. Eine gute Ja, bei den Schwaben ist eine Idee was ganz Kleines. Die sagen immer, wie viel wollen sie Zucker haben? Dann sagt ein Schwabe, eine Idee. Mhm. Also wenn man es fast nicht sieht, ist es eine Idee. Ja. So, und jetzt wollen wir aber nicht über die Idee reden, das kommt dann später, sondern über die Idee. Genau. Und dann noch über die Nein-Idee. Und dann über die Nein-Idee, das ist ja immer sowas und sowas. Ja, erzähl mal, worum geht es dabei? Na, ich dachte, du fragst mich. Ja, klar, frage ich doch schon. Nein, wegen dem Fragen nach der Idee, du kriegst ja mit, also es ist eine Nein-Idee, es ist die Idee, Nein zu sagen. Und da kommen die meisten immer auf mich drauf zu und sagen eben halt, also Nein sagen ist kontraproduktiv. Kann Nein sagen, geht nicht, kann man nicht und so weiter. Ist Nein sagen eine Idee oder ist Nein sagen nur ein Verhalten? Wobei durch Nein kann natürlich, wenn man in der Mathematik das Minuszeichen als Nein betrachten würde im Zahlenstreit, wird natürlich alleine durch das Minuszeichen unwahrscheinlich viel eröffnet, was vorher nicht da war. Also das Nein an und für sich ist ja eine Kleinigkeit erstmal, aber wenn dadurch natürlich sich was entfalten kann, ist was los. Ne? Ja, und so ist diese Idee eigentlich auch zu verstehen, weil es darum geht, Möglichkeiten zu eröffnen, indem man eine Gegen... Wer würde ich jetzt nicht sagen, aber indem man sich abgrenzt, indem man sagt, nein, das möchte ich nicht. Ja? Und dann muss das Gegenüber, was mir ein Angebot gemacht hat, darauf reagieren. Ja? Und es kommen dann völlig neue Dinge sozusagen zutage, weil der etwas erreichen möchte, muss sich verbessern. Er muss sich besser verkaufen. Er muss sich, ja, sozusagen, weil es einfach ein Gegengewicht ist. In der Psychologie ist das Nein-Sagen eine unglaublich wichtige Sache, das Recht, Nein zu sagen. Ja. Wenn man das wirklich drauf hätte, also wirklich immer geübt hätte, dann würde in der Welt sehr vieles anders laufen, als es heute läuft, weil man dann nur mal mitmachen würde, da wo man es wirklich für richtig hält und nicht. Ja, und ihr habt jetzt die Nein-Idee. Sie ist als Partei. Sogar als Partei, nicht nur als psychologisches Element, nein, dass nein, man das lernt, Nein zu sagen, sondern sogar wirklich als Partei. Genau. Oben in Sachsen-Anhalt. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Niedersachsen. Niedersachsen, also jetzt haben wir Niedersachsen. In Niedersachsen. Da ist wohl die Idee geboren, aus anderen Aktivitäten, auch aus Unzufriedenheiten in diesen Aktivitäten, ist dieses klare Nein entstanden. Die Idee ist, als Partei mit in die politische Landschaft reinzubringen, weil wir das Problem haben in dem ganzen Wahlverfahren, das kennst du selber, du guckst auf den Wahlzettel, guckst alles durch, schüttelst nur den Kopf und sagst, nein, das will ich alles nicht. Aber du kannst es nicht einkreuzen, du kannst es nicht artikulieren, du kannst das kleinere Übel wählen, ja, indem du eine Partei, eine Protestpartei wählst oder ja, Tierschutzpartei oder irgendwas, wo du aber genau weißt, okay, derjenige kommt sowieso nicht über die 5% oder so weiter, aber wenigstens hast du den anderen Prozente weggenommen. Ja. Oder du machst ungültig, dann verfällt deine Stimme einfach. Du gehst erst gar nicht hin zur Wahl, verfällt deine Stimme auch. Sie wird zwar dann in der Statistik geführt, aber sie hat keinerlei Einfluss auf das Wahlergebnis. Und das Schizophrene daran ist, dass wenn du dieses tust, wenn du deine Stimme sozusagen wegwirfst, wirst du von denen regiert,
gegen die du nicht gewählt hast. Das ist ja der Hammer. Ja? Selbst wenn nur noch 100 Menschen wählen gehen würden, würde das Ergebnis für die Gesamtgesellschaft gelten. Und wir haben den Effekt, dass die Wahlbereitschaft oder die Wahlteilnahme immer mehr zurückgeht. Einige behaupten, es gibt da eine Normalität, weil eigentlich viele Menschen sich gar nicht so sehr für Politik interessieren. Nach Kriegszeit war das alles viel wichtiger und so weiter. Da kommt jetzt mehr eine Gleichgültigkeit rein. Andere sagen, der Anteil der Nein-Wähler, die ihr Nein durch Nichtwählen ausdrücken, sozusagen, der ist relativ hoch. Und das ist schon alleine das Spannende daran, dass wenn wir wirklich zugelassen werden würden, jetzt zur Bundestagswahl zum Beispiel, ja, dass dann die Möglichkeit wäre, Nein auf dem Schein zu wählen, auf dem Wahlschein. Und das wäre für mich interessant, wie viel würden dann wirklich aktiv daran teilnehmen, wie viel der derzeitigen Nichtwähler würden wir zu Nein-Wählern bewegen können. Das ist allein schon eine spannende Sache. Richtig scharf wäre es ja, wenn man alle, die nicht wählen, dann klar quasi zwangsverpflichtet, also dass sie automatisch bei der Nein-Partei mitgewählt würden. Solche Ambitionen gibt es, sage ich mal, oder ist mit im Gespräch, jetzt nicht über die Nein-Partei, sondern dass man sagt, eben halt, die Nicht-Wähler eben halt repräsentieren dann leere Sitze im Parlament, eben halt, ja, oder eben halt, ja, sie würden mit Menschen besetzt, die eben halt hier nicht raus und so weiter. Und um das in Bewegung zu bringen, ist wirklich diese Nein-Idee entstanden als Partei. Schlimm ist natürlich wieder, es gibt natürlich große Ablehnung auch in der Bevölkerung gegen Parteien eigentlich. Ja? Und nur die Idee muss als Partei wieder, wie die Piraten auch, obwohl sie eigentlich was ganz anderes bewirken wollen, ja, musst du wieder rein in das System, weil du kannst nur innerhalb dieses Systems, wenn wir, sage ich mal, das als friedliche Revolution betrachten, kannst du nur von innen heraus da was bewegen. Ihr würdet immer Nein sagen? Wir würden immer Nein sagen oder fast immer Nein sagen. Fangen wir mal an, immer Nein sagen. Also wo wäre die Ausnahme? Die Ausnahme ist, wenn es um direkte Demokratie, echte Demokratie geht, dann würden wir Ja sagen. Wir stehen für Volksentscheide und alles, was in diese Richtung zu tun hat, dass die Menschen mitbestimmen, selbstbestimmen, freibestimmt sich einbringen können. Also weg von dieser, ich hätte jetzt beinahe gesagt, gelenkten Demokratie, das war ja jemand anderes, sondern von unserer repräsentativen Demokratie, weg davon, dass wir anderen die Verantwortung geben, über uns zu entscheiden, die uns vor der Wahl etwas versprechen, was sie nach der Wahl nicht einhalten, wo eine Bundeskanzlerin sich ja auch richtig hinstellt und sagt, man darf nicht erwarten, dass nach der Wahl das gemacht wird, was wir vor der Wahl versprechen. Also das, was wir als Kind eigentlich gelernt haben, dass man nicht lügen soll, das wird im Parlament ja ständig gemacht hat. Ja, und wie gesagt, immer Nein, außer eben halt, es geht darum, Menschen in die Freibestimmung zu bekommen, über direkte, echte Demokratie. Das ist der einzige Punkt, wo wir mit Ja stimmen. Und wenn ihr immer Nein sagt, würdet ihr denn da was bewirken im Parlament oder würdet ihr immer nur blockieren? Also erstmal musst du betrachten, wir haben kein Quorum bei unseren Wahlen. In einigen Ländern gibt es ein Quorum, das bedeutet, wenn nicht über 50%, wenn nicht mindestens 50% der Menschen wählen gehen, ist die Wahl ungültig. Das haben wir nicht, sonst ist die Wahl immer gültig. Ja? Dann bekomme ich die Frage, ja, was passiert denn, wenn jetzt die Mehrheit Nein sagt? Dann sind wir ja regierungsunfähig. Ja, dann zeigt das uns auch, wir haben ein Problem. Ja? Wir haben ein Problem, weil wir haben dort ein Parlament, was eigentlich die Mehrheit ablehnt. Ja, und daraus kann man ja nur nicht ableiten, dass, okay, dann lassen wir alles beim Alten. Haben wir schon immer so gemacht, war schon immer so. Ne? Sondern wir müssen was ändern, da stimmt was nicht. Und würdet ihr durch euer Nein, dadurch würde gewissermaßen, wenn ihr dadurch, dass ihr Nein repräsentiert, wären die anderen, je stärker ihr wärt, desto mehr wären die anderen gezwungen, an ihrem Programm was zu ändern. Genau, sie müssen ihr Angebot verbessern. Ja? Und darum geht es ja. Nicht ich wähle ja das Nein. Ja. Ja, wir kommen nachher noch dazu. Ich habe mich aufstellen lassen als Kandidat zur Bundestagswahl. Bin jetzt auf der Landesliste, auf der Berliner Landesliste, der erste von drei Kandidaten. Und wenn ich gewählt werden würde und ins Parlament reinkommen würde, habe ich den Wählerwille umzusetzen. Und der Wählerwille heißt Nein zu sagen. Nein zu dieser Art von Politik, die wir derzeit machen. Nein zu dieser Art von Wahl und so weiter. Ja? Das heißt, es ist nicht mein Nein. Ich finde es fantastisch, deshalb bin ich drin, deshalb bin ich aktiv dafür. Aber dieses Nein auszudrücken, dieses Nein umzusetzen, ist der Wählerauftrag.
Ja? Also dann werdet ihr wirklich mal diejenigen, die ganz genau das ausführen, was die Wähler von ihnen wollen. Im Gegensatz zu allen anderen Parteien, man will grüne Politik und kriegt was ganz anderes. Und genau, und macht trotzdem Kriegstreibereien mit und so weiter. Und darum geht es ja eigentlich. Also für mich auch die Erkenntnis eben halt auch aus der BGE-Arbeit, mit den vielen BGE-Modellen und so weiter, dass es immer wieder um Vereinnahmung geht. Ja, egal in welche Richtung. Jeder versucht, das sehen wir bei den Piraten, in den Parteien und so weiter. Jeder versucht sich irgendwo an die Spitze zu kämpfen, wenn er denn ja irgendwo bestimmte Ideen umsetzen möchte und versucht alle in dieser Gruppe für sich zu vereinnahmen. Ja? Und dieser Kampf findet ja endlos bei den Piraten statt. Ja? Auch wenn ich auf die Piraten, sage ich mal, schimpfe oder auf das, was dort entsteht, trotzdem habe ich Hochachtung vor dem, was die Piraten machen, umsetzen und so weiter. Ja? Und eigentlich um die Anfangsidee, einen Strukturwandel herbeizurufen. Im Moment sind sie ja mehr auf dem Trip, dass sie glauben, dass sie den Kapitalismus mit parlamentarischen Mitteln zähmen können. Ja, wissen wir alle aus der Geschichte, funktioniert nicht. Und trotzdem, wie gesagt, Piraten müssen sein, Piraten sind da. Sie haben viel schon mal angelegt sozusagen. Aber sie vollziehen nicht den Strukturwandel, den eigentlich, sage ich mal, ein Großteil der Gesellschaft möchte, dass wir rauskommen. Und das sehe ich bei der Nein-Idee. Und die Nein-Idee aber nicht, dass sie mit einer neuen Vereinnahmung kommen. Also wieder bestimmen, wie wir es machen, sondern dass wir einfach durch die klare Abgrenzung das Nein ein offenes Feld schaffen, wo jeder wieder seine Lebensphilosophien, seine Lebenspraktiken, seine Ideen umsetzen kann, ja? Aber in der Folge auch, dass wir aufhören, du musst das so machen, ja, wir bestimmen und so weiter. Nein, die Gruppe macht das für sich, die macht das für sich und. Und das Nein ist für mich halt dieses Regulativ, dass wir erstmal überhaupt gegen das, was wir jetzt haben, dass wir da rauskommen und, wie gesagt, das Angebot, Parteien, Initiativen, Gewerkschaften und so weiter, dass sie ihr Angebot verbessern, dass sie überhaupt also, der Gesellschaft... Also ich stelle mir das auch vor, mit dem Angebot verbessern, dass ihr ja gewissermaßen umgekehrt in die politische Landschaft damit wirken würdet, als eine normale Partei. Eine normale Partei macht sich Parteiprogramme und will die irgendwie durchsetzen und dann bei euch wäre es so, ihr würdet durch das Nein gewissermaßen die anderen Dinge herausfordern, ihre Programme zu verbessern. Nämlich je stärker ihr würdet, desto mehr wären die anderen im Handlungszwang. So rum, gewissermaßen würdet ihr indirekt wirken. Also die anderen Parteien müssen ihre, damit ihr nicht zu stark werdet, und müssten die anderen gewissermaßen ihre Programme ändern. So rum ist es. Also nicht ihr müsst euer Programm ändern, sondern die müssen ihr Programm ändern. Damit ihr runtergeht. Da wäre das Ideal ja erreicht, wenn es euch gar nicht nötig hätte im Parlament. Genau. Also müsstet ihr euch eigentlich, also nach einer Anfangsphase oder sowas, müsstet ihr eigentlich dann für jedes Mal weniger notwendig werden, müsstet ihr euch das eigentlich als positiv oben hinschreiben können. Ne? So wäre es ja ideal. Also ich, das ist das, was ich mir persönlich auch hoffe, eben halt aus dieser ganzen Geschichte, die da jetzt anfängt, auf dieser Ebene, dass wir wirklich eigentlich dafür da sind, dass wir uns selber abwickeln. Also wir sind die erste Partei, die wirklich antritt, um sich selber abzuwickeln, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Stimmt nicht ganz, wir würden trotzdem in der Landschaft bleiben, immer als, ja, als warnendes Schwert sozusagen, wir sind da, nicht wir entscheiden, der Wähler entscheidet. Und so viel Wähler entscheiden, so stark ist das Nein gegen das Angebot, was da ist. Also ich stell mir mal so rein theoretisch vor, sowas hätte ich jetzt immer schon gegeben. Also es wäre etabliert der Gedanke, dass es das möglich wäre, im Sinne der Verfassung und der Wahlordnung ein Nein zu wählen. Und zwar eine richtige Partei zu wählen, nicht einfach also nicht zu wählen, sondern ein Nein zu wählen. Ich denke, die Regierung hätte es sehr schwer gehabt, den Euro einzuführen, und die Regierung hätte es schwer gehabt, den ESM einzuführen, und die Regierungen hätten es schwer gehabt, das Militär ins Ausland zu schicken und solche Geschichten, weil in dem Moment einfach was mit dem Nein, dass man hätte eine Möglichkeit gehabt, was dagegen zu sagen. Auch von Seiten des Volkes aus. Es ist ja so, dass man seine Stimme immer abgibt und die machen irgendwas und irgendwie steht man dann da und sagt, ja, eigentlich hat es mir ganz anders vorgestellt. Ja, und ich glaube, da wäre schon viel passiert, wenn es das wirklich gegeben hätte bis jetzt. Und von daher ist interessant, ob sich sowas etablieren kann. Auf jeden Fall sehe ich genauso, wobei du immer nicht vergessen darfst, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Es gibt immer die einen, die Verantwortung übernehmen und die sie abgeben. Ja? Und wir haben leider auch sehr viele Menschen in der Gesellschaft, die Verantwortung abgeben.
ja, um dann über die, die es übernommen haben, zu schimpfen, dass sie alles falsch machen. Ja, und das ist ein Lernprozess, den wir auch in der Gesellschaft durchmachen müssen, dass wir selber wieder die Verantwortung für uns selbst übernehmen und in keiner Form irgendwo abgeben. Naja, also bei der Müllabfuhr mache ich das auch. Also da gebe ich auch die Verantwortung ab und die Müllabfuhr kommt. Und wenn sie es nicht ordentlich macht, kriegt sie Schimpfe. Und das ist, wird ja in der Politik im gewissen Grade auch immer so sein. Jedenfalls solange das Ideal der Vollbeschäftigung da steht und die Leute rund um die Uhr arbeiten, gar keine Zeit haben, sich über irgendwas zu informieren. Und solange die Presse so schlecht ist, wie sie halt ist. Ja, es sind viele, da kann man ja vieles nicht mehr mitvollziehen. Es sind viele negative Dinge und sie entstehen dadurch, dass wir nicht Nein sagen. Ja, genau. Ja, das ist immer wieder dieses Grundproblem eigentlich, was ich sehe, also was ich auch aus meiner BGE-Arbeit. Jetzt kommt's. Also da muss ich sagen, aus meiner, ich bin ja, also ich finde das Grundeinkommen, die bedingungslose Grundeinkommen eine sehr positive Idee. Vor allen Dingen durch den Freiheitsbegriff, der da drin ist. Also letztens habe ich irgendwo im Internet den Theo Weigel gehört zum Thema Freiheit. Und da wurde gefragt, was Freiheit? Und da hat der Theo Weigel gesagt, Freiheit ist die Möglichkeit zu tun, was man soll. Da habe ich dann so überlegt und dachte, das klingt ein bisschen katholisch. Tun, was man soll, das ist eine echte Sklavenfreiheit. Also bei Hartz IV wird es sogar unterboten, wenn ich Hartz IV eine Vollsanktion kriege. Da kriege ich kein Geld und keine Wohnung und nichts mehr, soll trotzdem alles machen, was man von mir verlangt. Da kann ich nicht mal mehr tun, was ich soll. Also da ist der Freiheitsbegriff in Hartz IV ist, du bist vogelfrei. Ja, von dir wird alles verlangt, du kannst das nicht erledigen, deswegen bist du völlig raus aus dem System. Das ist ja auch eine Art von Freiheitsbegriff, die man haben kann. Das ist der Freiheitsbegriff in Hartz IV. Entweder du machst alles genau, wie ich sage, oder du bist vogelfrei. Jetzt zurück in der Grundeinkommensbewegung ist der Freiheitsbegriff der, dass man sagt, Freiheit ist zu tun, ist auch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also der Bürger ist in dem Moment, oder man ist in dem Moment in einer Situation frei, wo man auch Nein sagen kann. Das ist natürlich, ich will mal sagen, der negative Freiheitsbegriff. Der positive Freiheitsbegriff ist, wo man tun kann, was man für richtig hält. Der negative ist zu sagen Nein. Und da ist mir das natürlich sehr so mit der Nein-Partei sofort total sympathisch. Ja. Ne? Musst du da irgendwas wandeln? Die Freiheit betrifft das Grundeinkommen. Du hast völlig recht und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ganz kurz überhaupt, wie ich jetzt zum Grundeinkommen gekommen bin. Du weißt, ich mache den BGE-Papst oder gebe den BGE-Papst im Radio. Wir haben hier die Besonderheit, dass der Papst im Reich des Bösen oder der BGE-Papst im Reich des Bösen oder das Böse im Reich des BGE-Papstes gerade ist. Also langsam wird es interessant in der Weltgeschichte. Sobald sich das verbindet, dann ändert sich wirklich was in der Welt. Also jetzt. Und hab ja die BGE-Lobby als Initiative, als völlig freie Initiative ja ins Leben gerufen mit vielen anderen Projekten, BGE-Party, BGE-Hotline und so weiter. Und drauf gekommen auf das Thema bin ich ja durch die Bundestagswahl 2009, wo ich wirklich aktiver Nichtwähler werden wollte. Ja, ich wollte diesen Mist nicht mehr mitmachen und wollte eigentlich Nein sagen. Mir war aber klar, nein, meine Stimme kann ich nicht wegwerfen. Sie muss wenigstens in irgendeiner Form gegenwirken und bin dann nochmal den Wahlzettel durch. Und da stand ein junger Mann bei mir in Berlin, Mitte, Wedding, in meinem Wahlbezirk, der das Grundeinkommen als Direktkandidat vertreten hat. Da stand drauf, wer gut, wer böse. Genau. Dachte ich, okay, das ist ja eventuell, Mensch, ja, bin beschäftigt im Internet, gesucht und so weiter, war für mich sofort klar, das ist das, wie ich mir eine Gesellschaft, ein Leben vorstelle und so weiter. Dann bin ich ja ein bisschen erstmal bei euch mit rein in der Bürgerinitiative, habe mir das alles angeguckt, habe mich eingearbeitet in das Thema. Worauf ich aber hinaus will, ist, ich habe schon immer gemerkt, in mir tief war ein unheimlicher Freiheitsdrang. Der hat sich in der Form geäußert, dass ich ein wundervoll katastrophales Leben habe, was alle zwei Jahre regelmäßig sozusagen seine Brüche hat, weil ich immer wieder ausgestiegen bin. Weil ich bin wie so ein Stück Seife eben halt, und immer wenn irgendwie die Zwänge zu groß wurden, war ich weggeflutscht. Ja? Das habe ich so im Laufe der Arbeit mit dem BGE eben halt gemerkt. Und dieses Arbeiten mit dem BGE, am BGE, für das BGE, mit anderen für das BGE und so weiter, hat mir meine Freiheit im Kopf regelrecht zurückgegeben. Es hat mir wirklich diese Freiheit und hat mich so selbst bestätigt, dass es mir heute keiner mehr nehmen kann. Absolut nicht. Und dass ich voll dahinter stehe, dass ich mich voll für einsetze, eben halt, du weißt, ich mache das auch als 12-Stunden-Job sozusagen, jeden Tag so wie du, von früh bis spät ja eben halt als leidenschaftlicher Hartz-IV-Anfänger
und hyperaktiver Taugenichts eben halt, setze ich mich den ganzen Tag dafür ein, weil es auch Spaß macht. Kurz, wir haben hier noch so einen frechen Hartz-IV-Abzocker. Mein Ideal wäre mal langsam, also nicht nur, dass ich der frechste Hartz-IV-Abzocker bin in der Bild-Zeitung, sondern dass wir da noch ein paar mehr haben. Mein Ideal wäre eine Olympiade von 1000 Leuten, die frecher sind als ich. Ey, das wäre der Hammer. Die Bild-Zeitung hat ja gar kein ordentliches Auswahlverfahren gemacht. Die nehmen irgendjemanden und küren ihn. Da müsste aber ein richtiges Auswahlverfahren hier. Also hier ist mindestens einer, der genauso frech ist. Und das kann man im Internet auch verfolgen, wenn er sich dann Bewerbungen macht bei Frau Merkel als Wendeberater nach dem Motto, wir haben ja schon gemeinsam eine Wende durchgemacht, Frau Merkel, damals haben Sie das noch ziemlich verpennt, aber ich habe es schon mitgekriegt und jetzt gibt es ja wieder eine Wende, nämlich die Wende zum bedingungslosen Grundeinkommen und da kann ich Ihnen helfen. Solche Bewerbungssachen sind von ihm immer im Netz und da ist es natürlich richtig schön, hier wenigstens noch einen Frechen zu haben. Wir sind ja schon zwei Freche, aber es gibt noch ganz viele in Deutschland, nur die Bild-Zeitung, die merkt ja natürlich überhaupt nicht, was los ist. Die merkt immer als Letzte, wenn irgendwas gewesen ist. Und da muss ich noch ein bisschen nachgucken, wo sie noch mehr findet. Okay, wieder so. Aber noch mehr richtig frech macht es ja erst dann Spaß, wenn ich die Bewerbung direkt an die Jobcenter schicke. Als genau. Ja, richtig. Ne? Weil sie sind der Meinung, ich soll mich bewerben, also bekommen sie Bewerbung. Genau. Ganz logisch. Richtig. Und wie gesagt, aus der Beschäftigung heraus, diese Freiheit im Kopf mir zu erarbeiten. Und dann ging es aber weiter. Okay, Umsetzung BGG. Wir kennen Archivgrundeinkommen. Wir kennen den Wolfgang, der das umsetzt. Der das ja schon vor der Wende schon dokumentiert hat. Noch nicht elektronisch, das macht er jetzt seit ein paar Jahren, eben halt mit seinem Archiv. Aber er sammelt ja auch und so weiter. Und er steht dann vor einem und sagt, das Grundeinkommen umzusetzen wird noch 200 Jahre dauern. Da frage ich mich, wie kommt dieser Mann auf diese Erkenntnis? Dann höre ich andere, dann sehe ich die Kämpfe um BGE-Modelle und so weiter und sehe, erstens, wieder fängt diese Vereinnahmung an. Das ist der eine, der möchte gleich mit dem BGE sein Steuermodell mit durchsetzen. Das ist der andere, der möchte mit seinem BGE-Modell gleich sein Finanzmodell mit durchsetzen und so weiter. Das heißt, es werden immer gleich persönliche Befindlichkeiten mit ins BGE-Modell mit hineingebracht. Und das ist das, was uns Endlos-Diskussionen im Moment zum großen Teil mit rüberbringt, dass, und das will ich mal kurz dokumentieren, wenn du mal so lieb bist mit deiner Kamera, Klaus, mal hier, ich habe da mal was vorbereitet, ich gebe dir mal eine schwarze Unterlage, damit es auch besser zu sehen ist, habe dafür dann immer Würfelzucker, habe da schon mal was vorbereitet. Und wenn wir uns das mal betrachten, das sind alles eigene, eigenständige BGE-Modelle. Egal, ob sie schon ausgeschrieben sind, ob sie schon bestehen, ja, oder nur bei jemandem im Kopf ist. Und in dem Moment, wo einer aus dieser Befürwortergruppe, wir sind alle fürs Grundeinkommen, aber sobald einer raustritt und sagt, mein BGE-Modell ist das BGE-Modell, sagt die ganze Gruppe geschlossen, nein. Du bist in deiner Partei. Nein, das Problem ist, es wird Nein gesagt und hier haben wir die Mehrheit. Die Mehrheit sagt Nein. Immer. Dann kann dieser zurücktreten und schmollen, geht ein anderer raus und sagt, mein Modell. Sagt die Gruppe wieder geschlossen Nein. Und in diesem Prozess befinden wir uns im Moment, dass wir es nicht schaffen, ein Modell auf die Strecke zu bringen, auf den Weg, ein völlig freies Modell, wo alle Elemente, alle Ideen, aller Menschen eine Rolle spielen. Also ein offenes. Und das hat mir dieses Nein in den Kopf gebracht. Dieses Nein eben halt, nein, ich will diese Modelle nicht. Ich will nicht spezielle Modelle. Grundeinkommen bedeutet für mich, ich sag mal jetzt, ich bekomme 1000 Euro auf die Hand und was ich damit mache, geht euch nichts an. Das ist für mich Grundeinkommen. Ja? So, dann fängt es natürlich an, gut, ja, es muss ja irgendwie finanziert werden. Ja? Sage ich, dafür muss es eine Arbeitsgruppe geben. Ja? Eine Arbeitsgruppe, wo Menschen, die sich für interessieren, die sich für einbringen, in diese Arbeitsgruppe. Hat aber direkt mit dem Modell selbst nichts zu tun. Das Modell heißt für mich, ich kriege 1000 Euro auf der Hand, was ich danach mache, geht euch nicht an. Das würde ich anders sehen. Niemand bestimmt mir die Höhe des Grundeinkommens. Das ist ja das Problem. Du hast den Satz entscheidend, du hast deine Vereinnahmung eben schon wieder ausgedrückt. Genau. Das würdest du anders sehen. Du möchtest, dass die Menschen alle es anders machen. In dem Moment sagen die anderen Menschen alle, nein. Aber ich sag dir, das Problem ist, so eine Arbeitsgruppe, die wird natürlich letztlich nach einer Idee suchen. Weil das Resultat einer Arbeitsgruppe ist eine Idee, die zum Beispiel zu finanzieren ist.
Und in dem Moment steht die Arbeitsgruppe wieder so da und die anderen sagen nein. Also da ist ein prinzipielles Problem, was nicht sehr einfach zu lösen ist. Das sehe ich auch. Und das andere prinzipielle Problem ist, dass wenn hier einer, zum Beispiel, sagen wir mal, ein Katholik, ne, und ein was Wirtschaftler und ein Sozialist, wenn die dann für, die sind alle für Grundeinkommen, aber die können nur deswegen für Grundeinkommen sein, weil jeder von ihnen für sich auch eine Lösung hat, wie es zu finanzieren ist. Ja, also je nachdem, in welcher, auch ein Hartz-IVler oder sowas, jeder von denen kann letztlich nur zum Grundeinkommen ja sagen, weil er in dem Moment, wo er für sich selber die Idee hat, wie es zu finanzieren ist. Und dadurch kommt das mit diesen verschiedenen Gruppen auf. Daran sieht man, dass es ernsthaft erarbeitet wird von allen Ecken. Und auf der anderen Seite, dass es auf verschiedenste Weise zu finanzieren ist, kommt dadurch auch auf. Ne? Also das ist die Geschichte, die Frage, wie man es nachher politisch umsetzt. Es wird ja in Deutschland nicht jetzt 20 verschiedene Lösungen geben können, wie man es finanziert. Die Frage ist offen. Und da wird es eine Arbeitsgruppe wirklich geben müssen. Aber diese Arbeitsgruppe kann nicht darin bestehen, dass man keine Idee hat, sondern dass man sich die verschiedenen aus den verschiedenen Ideen etwas Tiefgründigeres macht. Also das ist das Problem in dieser Arbeitsgruppe. Nicht, dass man keine Idee hat, sondern dass man sagt, wenn verschiedene Ideen da sind, mein Wort heißt immer, je verschiedener die Standpunkte, desto tiefer kommt die Sache in den Blick. Wenn man in einer offenen Weise zusammenarbeiten kann, also von daher ist gut, dass die Ideen da sind, aber man kann sie nicht auslöschen, weil es kommt. Ideen sind notwendig. Und am Ende kommt immer noch eine Idee dabei raus. Es geht ja aber nicht um die Auslöschung von Ideen, sondern es geht um diese Entkopplung. Ja. Und vor allen Dingen, weil wir aus der, du merkst es, wenn du einen Grundeinkommensbefürworter hast, der etwas gegen dein Modell hat, dann kommt er von Hundertste ins Tausende. Wenn du ihn überzeugt hast auf einem Aspekt, kommt er dir auf immer mit der, wie hoch soll es denn für die Kinder sein? Ja? Krankenkasse mit rein oder mit raus und so weiter. Und das meine ich eben halt für diese Problematiken Arbeitsgruppen. Wo die Menschen, die Spezialisten sind für mich aber immer Menschen, die es leben, nicht diese Pseudo-Spezialisten, die da irgendwo das als Beruf oder so machen. Und eben halt, also diese Gruppenbildung und die Ergebnisse der Gruppen fließen dann in das BGE-Modell, das ganz einfach gestrickt ist sozusagen, hinein. Ja? Und entscheidet natürlich eben halt über die Höhe, wie viel können wir und. Ja? So, ich wollte nochmal auf das Nein aber eben halt zu sprechen kommen, was bei mir im Kopf entstanden ist. Aus dieser ganzen Diskussion, die ich mitbekomme, das Modell aktuell, was die Grünen auf den Weg gebracht haben, wo ich auf der Mailingliste dann lese, das hat nichts mehr mit dem Bedingungslosen zu tun, ja, und so weiter, habe ich ganz große Angst, dass eigentlich ein BGE-Modell auf den Weg gebracht wird, was zum Scheitern verurteilt ist. Was regelrecht, wo Menschen dran wirken, die es kaputt gehen lassen wollen, ja, um sozusagen halt dazustehen, haben wir doch gewusst, dass es nicht funktioniert. Und da will ich als regulatives Nein wieder wirken. Ja? Da will ich, dass Menschen wieder die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen in das Nein und zu sagen, nein, wollen wir nicht. Ja? Wir wollen was Sinnvolles. Und das heißt also, das Arbeiten am, mit und für den BGE hat mir die Freiheit im Kopf gemacht. Ich habe nach Lösungen gesucht, eben halt, wie es radikal, würde ich beinahe sagen, umzusetzen geht oder wo man zwingen kann, beschäftigt euch damit. Sonst machen wir das Nein sozusagen oder diese Nein-Idee. Ist der Moment auf mich drauf zugekommen, ein Freund hat mich angeschrieben und gesagt, guck dir das mal an, wieder wie zur Bundestagswahl 2009, wo ich dich mit dem Grundeinkommen entdeckt habe und mir das sofort klar war eben halt, das ist ein Lösungsweg, ein Lösungsansatz, sofort gesehen. Das ist der Hebel, nach dem du gesucht hast. Ja? Und da habe ich hier sofort in Berlin die Hebel in die Hand genommen. Wir haben vergangene Woche den Landesverband Berlin gegründet. Wir haben gleich die Urwahl mit abgehalten, haben drei Kandidaten aufgestellt. Ich habe es geschafft, als erster Kandidat auf der Liste. Am Montag, jetzt kurz vor Weihnachten, hole ich bei der Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin die Unterstützer, die Formulare für die Unterstützerunterschriften ab. Wir müssen mehrere tausende Unterschriften beibringen, 2000 mindestens, aber ich will mehr, um zu zeigen, für das Nein ist ein Bedarf da. Lasst uns zur Bundeswahl zu, weil natürlich wir fangen gleich in der Königsklasse an. Ja? Normalerweise müssten wir erstmal in die Landtage gehen und dort sozusagen das ganze Konzept erstmal versuchen zu testen. Jetzt sich wieder die Frechheit rauszunehmen, gleich wieder in der Bundestagswahl anzutreten, ja? Ist natürlich wieder eine größere Herausforderung. Und wie gesagt, ich mache es aus der Überzeugung heraus, dass dieses Nein nicht etwas Kontraproduktives ist, sondern dass es etwas sehr Produktives ist, weil es mein Gegenüber zwingt, sein Angebot zu
zu verbessern. Also das ist das Besondere an der Geschichte, wie ich sehe, dass ihr gewissermaßen wie ein Katalysator wirkt. Also ein Katalysator ist zum Beispiel Silber, wirkt zum Beispiel im Motor oder sowas, ne, im Verbrennungsprozess so, aber das Silber macht eigentlich gar nicht mit, nur weil es da ist, gehen ringsherum die Prozesse besser. Ja, also man nennt das eine chemische Aura oder wie immer. Nur weil es da ist, gehen ringsherum die ganzen chemischen Prozesse besser. Und wenn ihr wieder da wärt im Parlament und euer Nein würde wahrgenommen, dann würden die anderen Parteien, damit ihr nicht so stark werdet, würden die anderen Parteien besser funktionieren. Also ihr arbeitet quasi umgekehrt wie eine, als eine normale. Aber trotzdem muss ich an einer Stelle noch was nachfragen. Also ich finde das toll, dass ihr das mit der Partei macht. Ich bin total gespannt. Wir nennen das Ganze wie ein Regulativ. Genau. Wir sind ein Teil. Genau. Weil wir haben auch sofort Vorwürfe bekommen, die gesagt, ja, eine Partei muss ja nicht Ideologie vertreten, sie muss Inhalte haben und so weiter. Nein, muss sie nicht. Wir sind nur da zum Nein sagen. Und wir sagen ja ein Ja zur direkten und echten Demokratie. Das wäre unser Programm. Wir sagen aber auch nicht, welche Art und welche Form. Das müssen die Menschen sich auch wieder selber arbeiten. Da kann man dann wieder Nein wir sagen, sind nur ein Teil. Und das ist das Fantastische, was ich an dieser Idee, ich würde eigentlich, ich bin bei den Piraten ja drin gewesen, musste jetzt raus, weil du kennst Wahlgesetze, dass wenn du für eine Partei antrittst zur Wahl, kannst du nicht in mehreren Parteien sein oder in einer zweiten Ebene. Ich war vorher piratischer WGE-Mitläufer, weil ich mir eigentlich von den Piraten zum Grundeinkommen auch viel erhofft habe. Und wie gesagt, eigentlich wollte ich nie wieder in Parteien oder irgendwas rein, aufgrund meiner ganzen DDR-Erfahrung, war zwar nicht in der SED, aber habe alle anderen Organisationen dort mitgemacht sozusagen. Und diese Idee, dieses Nein, diese Partei, die kann nicht unterwandert werden. Und wir sind für die Lobby. Für Lobbyisten völlig uninteressant. Weil wir würden ja nie für ihn stimmen. Wir würden uns nicht für Apotheker einsetzen, wir würden uns nicht für Hotels einsetzen und so weiter. Aber wenn ich natürlich zum Beispiel jetzt gegen die Kriegsbeteiligung der deutschen sogenannten Bundeswehr, was ja eigentlich schon völlig umgenannt werden müsste, wenn man richtig wäre. Der Hindukusch. Am Hindukusch. Der Hindukusch. Wird am Brandenburger Tor verteidigt. Ja, genau. Also wenn ich jetzt gegen diese Verteidigung wäre und würde sagen, wir verteidigen das Brandenburger Tor Hindukusch. Ach so. Das ist mit ja. Den Krischen. Ja. Also wie auch immer, ne? Also wenn ich dagegen wäre und wäre Lobbyist dagegen, würde ich natürlich die Leitpartei benutzen, das muss ich ganz deutlich sagen. Also wenn ich gegen solchen Unsinn oder in der Pharmaindustrie oder sowas, dann würde ich natürlich gucken, dass ich durch die Leitpartei, durch die Verstärkung der Leitpartei an der Stelle mehr Gewicht kriege, damit die anderen umdenken müssen. So. Genau. Also das ist, und ich aber denke, es wäre nicht dann der direkte Lobbyismus, also der, wo man seine eigenen, ja, sondern wo man das Gesamtgefüge ändert. Genau. Aber an einer Stelle möchte ich noch was fragen. Also ihr seid dafür, dass man Nein sagen kann, im Parlament und überall, also durch die Wahl und im Parlament dann auch Leute verhalten. Würdet ihr so weit gehen, dass ihr sagt, jeder Mensch muss nicht nur das Recht haben, Nein zu sagen, sondern auch die Möglichkeit? Also ich mache meine Frage gleich ganz. Durch Grundeinkommen hat man die Möglichkeit, Nein zu sagen, auch gegenüber wirtschaftlicher Bevormundung. Bevormundung, wie heute passiert im Hartz-IV-System und durch Dumpinglöhne und was weiß ich, dadurch, dass man eigentlich alles so einrichtet, dass die Leute immer mehr entweder sie kommen Hunger oder in Schwierigkeiten, wenn sie nicht bedingungslos mitmachen. Und da wäre ja die Frage, wenn ihr so eine Nein-Partei seid, ob das ein zweites Element wäre, was ihr durchaus akzeptieren könntet, für das bedingungslose Grundeinkommen abgetreten, weil das bedingungslose Grundeinkommen einem gerade die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen. Ja, kann ich dir ganz klar mit einem ganz klaren Nein antworten. Ah, interessant. Ja, weil du bist da nicht der Erste, der diesen Freiheitsgedanken mit seiner Initiative, mit dem Nein verbinden möchte. Es kommen zum Beispiel andere, die sagen, wir haben gar keine Verfassung. Auch das müsste erstmal in die Leitpartei rein. Ja? Andere Initiativen haben auch den Freiheitsgedanken. Auch das müsste in die Leitpartei rein. Und damit passiert genau das, was in allen anderen Parteien passiert. Wir würden Inhalte hineinbekommen, die du unterbanden kannst, die du benutzen kannst, die Befindlichkeiten berühren, positiv wie negativ und so weiter. Und in dem Moment würden wir kaputt. In dem Moment würden wir den Weg der Piraten schreiten. Wir würden in diese ganze Mühle hineinkommen. Das heißt, du würdest jetzt einen Antrag stellen, zum Beispiel eben halt zur Einführung des Grundeinkommens auf Basis des Konsumsteuermodells. Würden wir ganz klar Nein sagen. Dann würden mich mit Sicherheit, wenn ich als Parlamentarier gegen das Grundeinkommen Nein stimme, würden alle sagen, sag mal, ist der bekloppt?
Der macht die BGE-Lobby, der macht alles, den ganzen Tag beschäftigt, sagt er ja zum Grundeinkommen und in dem Moment stimmt er mit Nein. Ja? Und damit das nicht so schlimm aussieht, dem Moment, würde ich sagen, ich mache einen Gegenantrag. Ich möchte ein Grundeinkommensmodell auf Basis von echter und direkter Demokratie, wo sich alle Menschen dazu mit einbringen können, mache dazu die und die Vorschläge. Das wäre mein Vorschlag, da wo die Ja-Partei Ja sagen kann. Ja? Es muss immer echte Demokratie, Basisdemokratie mit eine Rolle spielen. Die Menschen müssen in die Freibestimmung oder freibestimmt sozusagen das rüber. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir uns im nächsten Jahr im Wahlkampf sehen. Ich wieder für bedingungsloses Grundeinkommen als Direktkandidat in Mitte und du dann unter Umständen als Direktkandidat. Wer weiß, ich, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, das wäre jedenfalls eine witzige Konstellation. Ja. Ja. Wobei ich nicht uns als Konkurrent dort sehen würde, weil ich trete ja, wenn. Ich trete ja, also ich, wie gesagt, ich, auf der Liste bin ich. Ob wir zugelassen werden, ist noch eine Frage. Direktkandidat würde ich jetzt für Berlin-Mitte nur machen, wenn sich kein anderer findet, ja, der noch inzwischen rein in die Partei und sich aufstellt und so weiter. Die Wahl haben wir mit Absicht noch nicht gemacht, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und ich betrachte mich nicht als Konkurrenz jetzt fürs Grundeinkommen, weil ich mache die Nein-Idee. Und wir haben ja eine ganz große Gruppe eigentlich schon, die uns ja schon gut gesonnen ist. Und das sind ja die Nichtwähler. Die Gruppe der Nichtwähler oder einen großen Teil der Gruppe der Nichtwähler dazu zu motivieren, ihr Nein konkret zum Ausdruck zu bringen, ja, das Vertrauen in diese Nein-Idee zu fassen, da sind wirklich welche, die sich nicht vereinnahmen lassen, die sich nicht benutzen lassen und die zu dem, was sie am Wahltag versprechen, auch wirklich durchhalten. Und das haben wir inzwischen in der Satzung alles noch feiner ausgearbeitet, dass Anträge, die andersrum herum formuliert sind, dass unser Nein eine Zustimmung werden will, drehen wir auch unser Nein. Ja? Beziehungsweise wir lehnen grundsätzlich eben halt das ab. Es sei denn, das hat mit direkter oder echter Demokratie zu tun. Also wir versuchen noch alle Wege irgendwo auszuschöpfen oder alle Denkweisen, in welcher Form man uns aushebeln könnte, um das absolut eben halt zu vermeiden, um nicht unterwandert zu werden und wirklich Klarheit zu schaffen, die stehen mit ihrem Namen für das Nein, nur das Nein. Darauf kann ich mich verlassen. In der Satzung ist zum Beispiel drin, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich würde ins Parlament kommen und würde diesen Posten missbrauchen, indem ich doch für etwas, was ich persönlich gut finde, mit Ja stimme, in dem Moment bin ich raus aus der Partei. Ist in der Satzung drin. Da ist gleich der Schleudersitz mit eingebaut. Ja? Wer sonst in anderen Parteien erst erkämpft hat. Hier ist ja richtig, das gewissermaßen demjenigen zu überlassen, der positiv dafür eintritt, dass der dann auch die Stimme kriegt. Und das wäre quasi das Selbstabschaffungsprogramm in dem Moment. Das Ideal wäre, wenn die anderen Politiker richtig arbeiten, also positiv arbeiten, dass ihr gewissermaßen keine Stimme habt. Ja, das wäre interessant. Genau. Ja, böse, böse kann ich da nur sagen. Ich finde es ja, irgendwo eine fantastische Herausforderung. Und ich weiß nicht, ob du dich mal mit den Nichtwählerzahlen beschäftigt hast. Ja, die liegen bei 30% oder so. Sie liegen bei der Bundestagswahl bei, jetzt muss ich lügen, die muss ich nicht lügen, 29,2% waren nicht wählen. Das ist relativ gering noch. Ja. Ja, das ist noch eine relativ hohe Wahlbeteiligung, die haben wir aber nur bei der Bundestagswahl. Ja. Wenn du guckst... aber wenn man da jetzt die Verzweiflung sieht, dass eigentlich viele eigentlich nicht wählen würden, das aber kleine das Gefühl haben, wählen. Sie haben keine Möglichkeit, es anders auszudrücken und die hätten jetzt plötzlich auch noch eine Möglichkeit, dass alle würden wählen gehen, gegen die Politiken sind. Also wenn alle wirklich die Möglichkeit hätten, gegen das, was heute ist, zu wählen. Ich befürchte, dann sähe es um die heutigen Machthaber sehr, sehr schlecht aus. Ein zweites Mal die verlogene Obrigkeit aus meinem Land zu tragen, das ist mein Antrieb. Ja? Wir haben es schon einmal geschafft. Genau. Ja? Viele Menschen treffe ich auch beim BGE, ach, wird doch nichts und ewig und können wir nicht und wird keine Wende geben und so weiter. Kann ich immer als Ostdeutscher sagen, doch, und es geht schneller, als du denkst. Ja? Es kann schneller gehen, als du denkst. Es kann auf immer ruckzuck gehen. Und gelernt aus der ostdeutschen Wende, wie unvorbereitet wir dort hineingeschlittert sind und dann ja vereinnahmt wurden wieder, ja, ausverkauft und so weiter. Das ist das, was ich eigentlich mit meiner Initiative der BGE-Lobby erreichen möchte. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Es gibt Alternativen, wir leben nicht in einer Alternativlosigkeit. Ja, und wir können die nächsten Wege schon vorbereiten. Und es heißt, dieser Weg ist kein Weg, den wir gemeinsam gehen wollen, müssen.
sondern jeder soll seinen Weg freibestimmt gehen. Das ist eigentlich das. Ich will aus diesen ganzen Vereinnahmen raus. Ich habe die DDR die Schnauze voll gehabt, ich habe mit der Bundesrepublik die Schnauze voll, ich habe inzwischen einen Ausreiseantrag ins BGE gestellt, ich will freibestimmt leben, keiner hat mehr reinzureden, was ich zu tun und zu lassen habe. Natürlich im Rahmen der Gesetze, der Verfassung, die Verfassung haben wir ja gar keine. Das Grundgesetz. Grundgesetz ist, ne? Das ist die einzige Grenze, die man mir geben darf. Ansonsten mache ich, was ich will. Menschenwürde ist unantastbar und zur Menschenwürde gehört dazu, Nein sagen zu dürfen. Genau. Auch in der Politik und nicht als Neinsager einfach verschieden zu werden. Ja. Trotzdem möchte ich nochmal anknüpfen an die Zahlen der Nichtwähler, weil das ist mir nochmal das rüberzubringen eben halt. Europawahl, 57% haben nicht gewählt. 57% haben nicht. 57% haben nicht gewählt. Dann bist du in allen Landtagen irgendwo bei gute 40, knappe 40, gute 40%. Sachsen-Anhalt 2007 oder so, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, 56, knappe 56% nicht gewählt. 56% sind nicht zur Wahl gegangen. Ja? Wo wir mal wissen, in anderen Ländern sterben Menschen. Dann haben wir echte Minderheitsregierungen. Also radikale, also wenn jetzt dann von denen, die noch wählen, dann die CSU bei 30% liegt, dann muss man sich das vorstellen, von 50% oder weniger, nur noch 30% zu haben und die mucken sich hier auf und tun so, als könnten sie die Weltgeschichte regieren. Wenn man jetzt und dann sagt man, der Souverän, der Volk ist das Volk ist der Souverän, da sieht man, dass das einfach eine totale Lüge ist. Noch schlimmer ist für mich ja eben halt, wie viele Mitglieder haben wir überhaupt in Parteien organisiert? Ja, das kommt ja noch dazu. Das sind, weiß ich nicht, 1,5 Millionen oder so? Keine Ahnung. Wenn du das auf die Gesamtbevölkerung umlegst, bist du irgendwo bei 1-2%. Diese Minderheit terrorisiert uns jeden Tag mit ihrer Politik-Scheiße. Das ist für mich eigentlich das Schlimme. Das von früh bis spät wirst du voll gemüllt von dem ganzen Zeug, was eigentlich die Masse kaum interessiert. Ja? Als Kommunikationselektroniker würde ich sagen, das stecke ich ins Spamfilter. Ja? Da würde ich es einfach ignorieren, weg und so weiter. Hier über unsere Gesetze. Medien und so weiter, über unsere tolle Presse, haben wir alles bei dir mitbekommen, wie das läuft und so weiter. Ja? Genau. Ja? Auch da wieder klares Nein. Raus. Jetzt noch eine Frage, aber dann ist wirklich von meiner Seite her Schluss. Jo. Werdet ihr von eurer Parteimitgliedern dann Geld einsammeln oder werdet ihr kein Geld einsammeln? Macht ihr den gleichen Fehler wie die Piraten, dass die nachher ihre eigenen Abgeordneten nicht bezahlen können? Mhm. Oder wie macht ihr das? Also erstmal so, es gibt natürlich eben halt einen monatlichen Beitrag, der liegt bei 1 Euro. Ja. Der wird für ein Jahr eingezogen, also 12 Euro. Pro Jahr sozusagen ist der Mitgliedsbeitrag. Ansonsten geht es über Spenden, so wie üblich. Eben halt, wir wissen auch, dass dadurch, dass dieser, weil die Wahlerstattung, die man später bekommt, die ist wohl auch an der Höhe irgendwie des Beitrages geknüpft. Deshalb wissen wir auch, dass da nicht viel kommen wird. Jo. Nochmal. Die ganze Arbeit, die wir auch machen, ist wieder ehrenamtlich und ich werde ja vom Staat bezahlt. Ich werde ein bisschen hohen Mitgliedsbeitrag machen und euch überlegen, ihr das Geld direkt wieder zurückgebt. Nein, schau mal. Ich werde doch bezahlt schon für meine Arbeit. Ja, gut, ja. Ja? Jobcenter bezahlt mich. Ich bekomme ja schon mein Wochengrundeinkommen. Ja? Ich bekomme das Wochengrundeinkommen, zwei Probleme, es ist noch nicht ganz bedingungslos und ich muss es über einen Monat strecken. Ne? Das ist auch im Moment die Problematik. Aber ansonsten, ich betrachte Hartz IV als etwas sehr Positives, von der finanziellen Seite her. Mein Hartz IV-Glas ist halb voll. Die Gesellschaft gibt mir damit aber auch einen Auftrag, mit dem Hartz IV, mich in die Gesellschaft einzubringen. Ja. Ja? Und das tust du gerade. Und das tue ich. Und das tue ich. Aber das tue ich freibestimmt. Ja. So wie ich es für richtig halte. Und da hat der Herr Söder letztens mal wieder gesagt, das kann doch nicht sein, dass jeder macht, was er will. Echt? Meine Mutter hatte dieselbe Liste mit ihrer preußischen Erziehung. Ja? Sie hat auch vor mir gestanden und gesagt, Junge, hast du denn überhaupt gefragt, ob du rebellieren darfst? Ja? Und der Oettinger da, der hat gesagt, we cannot allow, ich kann leider nicht Schwäbisch, der spricht ja, wenn er Englisch spricht, voll Schwäbisch. We cannot allow that anybody does as he pleases. Das sollen wir mal auf Englisch übersetzen, da kriegt man eine Katastrophe. Aber das versteht auch kein Engländer, aber wir verstehen das natürlich. Ja, ja. Also wir kennen, das ist die größte Angst ist, dass jeder tut, was er will. Und du
bist da natürlich wieder einer der ganz schrecklichen Repräsentanten dieser Haltung. Das ist das, was ich beim Grundeinkommen, wir wissen, beim Grundeinkommen geht es eigentlich um den Machtverlust. Ja, dass wenn ich Menschen, nicht mehr erpressen kann, ja, habe ich keine Kontrolle, keine Macht mehr über sie. Ja? Und wenn er dann noch Nein sagen kann, Katastrophe. Und auf die freue ich mich schon. Okay. Jo, ansonsten kann ich sagen, oder würde ich noch darauf aufrufen wollen, dass wir brauchen, wie gesagt, Unterschriften, Unterstützer, Unterschriften, dass wir hier Landtagswahl in Berlin antreten können. Andere natürlich für ihre Liste auch in den anderen Bundesländern. Und wir haben eine Seite vorbereitet unter www.nein-id-berlin. Da kann dann auch das Formular runtergeladen werden, ausfüllen per Post oder bei uns abgeben, wo wir immer sitzen im Sender, zweimal im Monat. Und ja. Dann ist man Mitglied. Nein, dann hast du nur deine Unterstützerunterschrift gegeben, dass du sagst, okay, ich möchte, dass die zur Wahl antreten. Ob du das gut findest oder nicht, ist was völlig anderes. Wer das nachher wählt, auch eine andere Frage. Also, wir möchten nur das Angebot machen. Darum geht es. Ja? Und da möchte ich alle aufrufen, alle ehrlichen Politiker, die wirklich ehrlich Politik machen, uns auch in dieser Form zu unterstützen. Sie müssen nicht später für uns wählen, aber zu sagen, okay, das ist wichtig, dass es das gibt. Das Nein ist wichtig, dass es das gibt, sozusagen, das unterstütze ich eben halt. Das wäre fantastisch, das würde ich als fair empfehlen. Ja. Ja? Nicht das, was jetzt abgeht. Ja? Und dass du wie ein Bettelstudent sozusagen da bitte machen musst. Also meine Unterschrift kriegst du auf jeden Fall. Danke. Und ich habe jetzt entnommen, du trittst als Direktkandidat. Das ist noch, das steht in den Sternen. Ich weiß ja nicht, ob ich bis dahin noch lebe und überhaupt, je nachdem, was alles passiert. Mhm. Und das wäre was. Du hast ja bewiesen, dass du mit 37 Euro oder so weit über den Monat kommst. Ja, das habe ich bewiesen. Ein Monat geht, zwei Monate wird etwas schwierig, drei Monate könnte dann doch. Ist aber ein Sparmodell. Also ich bin. Ja, wenn ein Jobcenter eben halt alle einen Monat eben halt sanktioniert, einen Monat wieder normal, dass sie sich erholen können. Dafür können sie immer einen Haufen Kohle sparen. Das machen die ja auch und stecken sie in die eigene Tasche. Damit können sie dann wieder irgendwelche Unwillen finanzieren und irgendwelche weitere Unterdrückungsmaßnahmen fahren. Na, Schrittzähler zum Beispiel. Schrittzähler, genau. Oder Prämie, wenn man eine Stelle anlegt. All diese, das ist das Schöne, was ich sehe, dieses Déjà-vu, was ich habe, dieses DDR-Déjà-vu. Unsere Obrigkeit damals in der DDR ist am Ende auf die perversesten Ideen gekommen, um irgendwo ihre Macht zu erhalten. Ja, und dasselbe sehe ich jetzt eigentlich auch. Dasselbe sind heute, wenn zum Beispiel wenn Löhne subventioniert werden vom Jobcenter, damit die geben durch diese Subvention und haben mehr aus als Hartz IV, nur damit die Leute äußerlich im Job sind, damit werden einfach unterdrückerische Maßnahmen ja voll finanziert, da wird die Wirtschaft finanziert in dem Maßstab, ist nicht wirklich. Ja. Ralf, hat mich gefreut. Ja. Wir könnten das noch endlos machen. Nee, jetzt hören wir auf. Hören wir auf für heute. Ich hoffe, du kommst mal wieder in eine von unseren Radiosendungen. Ja. Wir sind jetzt nochmal am 23. wieder der BGE-Papst. Da bin ich nicht da. In der BGE, nicht in der BGE-Werkstatt, aber in der Danziger 50, wo wir unsere BGE-Werkstatt inzwischen haben. Unten im Keller. 24. für die, die vereinsamt sind, können gerne zu uns kommen. Im Stall dann, ne? Und wir haben vorher jetzt nochmal den Donnerstag, weiß jetzt gar nicht, welches Datum das dann ist. Ein paar Tage zurück nochmal beim offenen Kanal wieder unsere Radiosendung. Da machen wir ganz locker ein bisschen weihnachtliche Stimmung sozusagen. Kommt eine Musikerin, wird auch wieder ein bisschen interessant. Ja, super. Ja, und so, ich sage ja zum BGE, aber nein zur derzeitigen, ja. Und ich sage ja zu. Ich darf immer nicht gelenkte Demokratie sein, sondern zu dieser. Ich sage ja zu nein. Also wenn ich jetzt dieses hier sehe, ne, meine Tochter sagt immer, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, Papa, mach nicht so. Ne? Die machen so, ich ja, nicht. Ja, wir haben aber auch seriöses Werbung. Danke, Ralf.